heißt, in vielen Märkten wird der Online-Konsum steigen. Der Einkauf von Lebensmitteln ist für die Menschen ein ganz, ganz wichtiger Akt, sich selbst zu beweisen, dass sie noch was bewegen können in dieser Welt. Das heißt, die Supermärkte sind stets damit gefordert, wie kann ich im Grunde genommen den Erlebnischarakter, den inspirativen Mehrwert meiner Ladenfläche steigern. Die Leute suchen eigentlich den Urlaubsflucht. Sie wollen wieder eintauchen in diese Exotik der Welt. Sie suchen sich eine Kategorisierung nach Länderwelten. Insgesamt haben wir 6 Typen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die aber eins gemeinsam haben. Sie haben das Gefühl, im normalen Supermarkt, die Trockeninszenierung, die ich da im Moment vorfinde, die erfüllt nicht meine Sehnsucht. Ja, die Zukunft des Supermarkts liegt in einer analogen Erlebnisstation. Ich tauche in den Mittelmeerraum ein. Ich habe so ein bisschen Bella Italia-Feeling, aber ich habe auch das Feurige von Mexiko, das Entspannte von China, das zugespitzt Würzige von Indien. Diese Ländertypiken, die müssen sich wiederfinden beim Einkauf, und diese Erlebnisreise muss flankiert werden mit POS-Bildern, mit sehr intensiven Packungsgestaltungen, mit einem Markennamen, der auch eine Garantiefunktion, der als Reiseführer quasi mir suggeriert, wenn ich ins Fremde eintauche, finde ich hier nicht nur Inspiration, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Ja, ich glaube, wir haben wirklich diesen unerforschten Kontinent durchforstet. Die Fremdkost ist im Grunde genommen ein faszinierendes Ergänzungsmomentum zu dem, was sonst im Supermarkt passiert. Das sind ungeheure Umsatzpotenziale, aber dieser Ausbau gelingt, glaube ich, wenn man versteht, was die Verbraucher da anlockt, was sie fasziniert und was sie in Zukunft da auch finden wollen.